Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einer neuen Folge. Ja, es ist so, wie es ist und deswegen dachte ich, wir müssen es leider mal ansprechen, wir müssen es mal zeigen und ja, wir wollen uns das Ganze mal angucken. Und zwar geht es natürlich um die Berlin M6, so wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel entnommen habt. Geht es heute um die Multiplayer-Karte. Wir sind jetzt allerdings nicht im Multiplayer unterwegs, sondern schauen uns das Ganze im Singleplayer an, damit das Ganze mal ein bisschen, dass wir das Ganze mal verinnerlichen können und alles. Das Problem ist, dass es jetzt mittlerweile zwei Versionen gibt, da müsst ihr jetzt drauf achten. Es gibt jetzt einmal die Solo-Karte und es gibt jetzt einmal die Multiplayer-Karte von Willi. Er muss nämlich das ganze Projekt, was er auf Singleplayer-Basis aufgebaut hat, was er gemacht hat, was er getan hat, ja, muss er jetzt alles nochmal von vorne machen, damit die Karte irgendwann mal Multiplayer-tauglich ist. Und das ist natürlich schon eine Kritik, die man jetzt hier wirklich mal aussprechen muss. Ja, das ist halt schon mega schade. Die ganzen hunderte von Stunden, die der Willi jetzt hier in diese Karte investiert hat eigentlich, ja, die gingen jetzt eigentlich seit dem Multiplayer, der Multiplayer-Modus da ist, eigentlich komplett auf null runter und er darf das ganze Projekt jetzt hier dementsprechend nochmal neu machen. Man kann natürlich dadurch halt alte Fehler, die man vielleicht in vergangener Zeit gemacht hat mit der Solo-Karte, dementsprechend halt auch ausbessern. Ne? Man kann sich da durchfummeln, aber da kommt nächste Schwierigkeit dazu, nämlich die DEM-Phase, ja, wo wir das Ganze ja mit Höhen und Tiefen jetzt hier drin haben und das ja, bereitet natürlich noch mehr Arbeit. Das ist also mit DEM bauen ist schon eine Kunst. Von daher dachte ich mir so, komm, wir schauen uns mal das Ganze an, wie sich das Ganze denn so dementsprechend so anfühlt und von daher, ja, würde ich sagen, starten wir mal unsere Maschine hier und schauen noch mal, was der Willi jetzt hier aktuell in der Version hat, ja. Ich weiß gar nicht, ob sie online ist. Ich glaube, bin ich mir gar nicht so 100% sicher. So, erstmal Schlüssel rein. So, ja, genau, so war das. Nein. Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Ja, bin ich. Schon so lange nicht mehr aufgerüstet hier. Rintintintin. Mein Gott. So. Und damit sind wir fahrbereit. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was hat denn der Willi? Ich habe hier nämlich seine Hofdatei genommen hier, die er hat. Ich weiß gar nicht, bis wo es aktuell geht. Landsberger Allee. Machen wir einfach Code 64, oder? Oder was haben wir hier noch? Röderplatz. Allee der Kosmonauten. Umleitung. Machen wir mal Umleitung 46. Passt schon, kriegen wir hin. So, bestätigen wir das Ganze mal. Das hier auch. Ja. Ja, dann gehen wir jetzt hier auf Löschen, machen hier 99, Ziel, so. Oh, was hätte ich jetzt gesagt gehabt? Ey, Alzheimer, Alter. Das ist echt nicht mehr witzig. 46. So. Umleitung. Und ihr hört schon. Oh, ist gar kein Zielfilm drin. Nein. Ja, das ist nämlich auch eine Mod, die ihr runterladen könnt. Das sind die sogenannten Zielfilms. Aber ich glaube, das hätte man in der FIS-Datei irgendwie anpassen müssen. Und dadurch, dass wir jetzt ja die FIS von Willi haben, wird das Ganze dementsprechend hier nicht drin sein. Oh, schade. Kann ich euch nicht zeigen. Mache ich dann beim nächsten Mal. Suche ich meine Karte raus, wo wir hier die Zielfilme haben. Weil das ist eins, was wir noch gar nicht gezeigt haben. Ne? Dass es ja nicht nur eine LED-White-Matrix gibt, sondern es gibt auch eine Zielfilm, die man sich hier anschauen kann. Und das dreht sich richtig. Also das ist richtig cool gemacht. Also sehr, sehr gut gescriptet auf jeden Fall. So, okay. Naja, dann muss das leider leer bleiben. Ist schade, aber bringt ja nun mal nichts. Oh nein. So. Wir wollen. Also irgendwie ist hier mein sehr, sehr empfindlich hier. So. Okay, es geht noch nicht. Aber doch, da war irgendwas hat passiert. Man hat es oben gesehen. Hier fing auch damals alles an. Ja.
mit der Karte Berlin. Das ist jetzt auch schon fast über einem Jahr her. Also das ist wahnsinnig lange. Der Willi hier definitiv schon dran bastelt. So, ich hoffe, ihr hört mich überhaupt die ganze Zeit hier. Es ist schon sehr laut hier, unser Lotus. Mal ein bisschen leiser gemacht, gerade wenn es natürlich in die Kurven geht und alles sowas. Es ist schon, kann Lotus schon laut sein. Hier flackert auch irgendwas ganz fies. Hier steht ein Haus im Haus hier. Ich stelle mir das halt wirklich, wirklich, wirklich blöd vor, wenn man hier wirklich alles nochmal neu machen muss. Wahrscheinlich, wenn man mich gefragt hätte, machst du Straßenbahn vors Haus Multiplayer fähig? Nee. Ich glaube, das würde ich nicht nochmal machen. Mal ging es doch geradeaus weiter, ne? War mir so. Oha, oha, oha. Interessant. So. Wie gesagt, meiner Meinung nach ging es die letzte Mal denn da weiter, aber hier sehen wir schon, ne, das sieht schon wieder äußerst gut hier aus. Das ist, sind übrigens so, ja, Probleme von DEM, sag ich mal. Ja, also hier gibt es keinen Abschluss. Man merkt hier, dass der Willi hier einfach nur das Trassierungselement genommen hat und das praktisch so, ich sag mal, weiß ich, so 300 mal 500 genommen hat oder sowas, ja. Und dementsprechend ist er hier dann praktisch dann lang gegangen, damit das alles so ein bisschen eben aussieht halt, ne. Also nicht ganz so krass, so beeinträchtigt. Ja, dadurch entstehen hier hinten natürlich diese hässlichen Sachen hier. Ah, das kann ich selber, da kann ich ein Lied von singen. Kämpf ich oder hab ich auch mitgekämpft, jetzt noch bis vor kurzem. Aber naja. Das, ist so eine Sache, die kriegt man wahrscheinlich aktuell erstmal gar nicht so sauber weg. Ja, das kenne ich ja auch hier, dass auf einmal jetzt hier sowas hier drüben ist. Das ist, meiner Minimap ist das halt auch schon. Irgendwann lädt er das dann weg und dann ist das dann wieder ganz normal. Dann ist es auch wieder weg, denn vielleicht jetzt, wenn wir uns jetzt hier nochmal hinstellen und er jetzt nochmal nachlädt, könnte das eventuell jetzt gleich wieder verschwinden. Aber wie gesagt, aber das Problem kenne ich halt auch. Also das ist, aber es verschwindet eigentlich relativ zeitnah wieder. Ah, da, jetzt ist es weg. Ah, das sind immer so diese kleinen Sachen. So, jetzt weiß ich auch, was jetzt endlich mal gemeint ist. Es gab nämlich letztens so ein bisschen Redekunst bei uns hier auf dem Kanal.
Lass mich mal ganz kurz gucken, nochmal, um ein anderes Thema anzusprechen. Geht das so durch? Das würde nämlich Sinn machen tatsächlich, dass das so gedacht ist. Ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt gehabt, warum gibt es diese Oberleitung? Ja, jetzt wo ich das so sehe, das erste Mal, könnt ihr gerne, aber doch, doch, das müsste passen, weil das geht ja dann zickzackförmig. Ja? Also die Oberleitung muss ja zickzackförmig gehen. Wurde ich ja belehrt von allen. Und ich habe mich halt immer gefragt gehabt, warum sind hier zwei? Und wie gesagt, jetzt wo ich das sehe, macht das tatsächlich irgendwie Sinn. Coole Sache. Nein, es gab letztes Mal Redekunst und zwar ging es hier um die Gleise hier. Die sind natürlich falsch. Ich denke mal, darum wird es gegangen sein. Denn das Ding ist, die Gleise, die jetzt hier aktuell verbaut sind, das sind ja diese innenliegenden Gleise, ja, die natürlich einfach nur auf Teer reingepresst werden und dann, oder also hingeklatscht werden und dann wird halt dementsprechend das Ganze dann, ja, um die Schienen praktisch dann rumgewälzt, so in den Teer dann halt, ne, damit es dann halt so einen Abschluss findet, damit man halt ordentlich drüber fahren kann. Und diese Gleise sind natürlich ganz normale, ja, Schottergleise, die wir hier haben. Und da kannst du natürlich dann, da wird natürlich in der Regel nicht mehr diese Schiene hier verbaut, sondern da kommen diese Schienen dann mit dieser Außenwölbung, ja, also diese sogenannten S-Bahn-Gleise halt, ja, die nach oben gucken, denn, ja, da wird diese Technik hier gar nicht angewandt hier. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so gehen würde. Ne? Ich glaube, das ist das gewesen, was gemeint ist. Hier, das hier vorne stimmt hier alles, ne, so mit den Weichen. Aber ab hier hätte er jetzt so praktisch dann diese Außengleise nehmen müssen, die so nach oben gewölbt sind. Wie gesagt, diese S-Bahn-Gleise. Fragt mich nicht. Ich bin da nicht so, also was diese Gleistechnik angeht, bin ich jetzt nicht ne, also absolut drinne. Aber das ist auf jeden Fall diese Sache wahrscheinlich, die ich mal davon denke, dass es davon ausgegangen ist hier. Und dementsprechend sieht man das natürlich auch. Ne? Also hier, lieber Willi, nicht böse sein, aber hier musst du definitiv die anderen Gleise benutzen, wenn du das Ganze mit Schotter bebaust und benutzt halt. Ne? Ja, sonst sehe ich jetzt hier an sich nicht. Ah, ich merke aber gerade, ich habe, hier ist der VR-Modus noch drin, ne? Deswegen zeigt er mir das Schotter hier nicht richtig an, sondern zeigt dir so Grillrassel. Sobald du einmal mit VR spielst, ändert er die Option halt automatisch, dass das Ganze halt flüssig in VR läuft. Ja, und dementsprechend schaltet er halt die Spieleinstellung runter. Wenn ich das Ganze jetzt hier jetzt machen würde, würde wahrscheinlich mein Lotus crashen. Wäre natürlich jetzt nicht Sinn der Sache. Aber wie gesagt, man sieht auf jeden Fall, was gemeint ist hier. Im Großen und Ganzen. Solange alle Texturen geladen werden und alles, was geht's. Aber ich muss sagen, die Performance ist echt gut hier. Da kann man nicht meckern. Umleitung. Ach ja. Ich liebe Lotus. Oh. Das Busmodul sah echt gut aus. Also macht schon Bock auf mehr hier. Hier irgendwann mal auf der Karte mit Bus langfahren. Ah, das stelle ich mir großartig vor. Normalerweise, da müsste es ja, dürfte es keine großen Umbauaktionen geben, wenn man mit Bus fahren möchte. Wahrscheinlich wird da einfach nur der Spawnpunkt hingesetzt und dann gib ihm, kannst du fahren mit dem Bus. Also von daher denke ich mal, wird das kein komplizierter Umbau werden, sodass man jetzt alles nochmal zum dritten Mal eventuell nochmal von vorne bauen muss. Also von daher denke ich mal, sollte das einfach problemlos gehen. Nicht weiter. Aber hier schon richtig.
Ja, es ist jetzt natürlich auch noch die Frage, ne, wie geht es jetzt eventuell weiter? Ah, okay, wir fahren jetzt hier praktisch um Kreis und dann geht es wieder zurück. Wie geht es jetzt mit der Standardkarte weiter? Das ist jetzt natürlich noch die Frage, die ich jetzt in dem Video noch nicht gestellt habe, weil er jetzt gerade so ein bisschen gerade, ja, schwer da jetzt mit quatschen ist, so was jetzt so in Sachen, weil er jetzt halt zweigleisig fährt, muss jetzt zwei Sachen gleichzeitig bauen. Und ey, das ist wirklich ein großer Frustmoment. Wie gesagt, kann ich absolut nachvollziehen. Und wollte ich jetzt leider jetzt nicht nochmal jetzt noch anfangen, wie das jetzt aussieht. Aber die Weichensteuerung funktioniert schon. Das finde ich cool, dass er das schon fertig hat. Also allgemein, ne? Auch mit der ganzen Oberleitung und dass das Ganze da ist. Das ist schon eine coole Sache. An sich muss ich doch sagen, sieht es eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus, was der Wille hier gemacht hat. Also wir haben kaum Polygonfehler drinne. Ja, was ich so sehe. Klar, es sind jetzt halt die reinen Häuser-Splines einfach aneinander geklatscht, damit man schnell jetzt keine Leerflächen jetzt hat. Ja, also das sieht man schon. Und ich denke mal, das wird bei Zeiten alles ausgetauscht werden. Weil der Willi achtet ja schon drauf, dass er hier auch die echten Objekte drin hat. Und das finde ich halt eine coole Sache. So. Ja. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal den Ersteindruck hier von der Karte bekommen hier, was der Willi jetzt hier so aktuell bastelt. So, ja, was soll ich sonst noch sagen? Ich bin gespannt natürlich auf die weiteren Vorgehensweisen. Ich bin gespannt auf die Antwort von Willi, wie es jetzt nun mit dem Singleplayer-Karte vorangeht, ob er da weiter dran festhält oder ob er jetzt natürlich sagt, so, naja, es macht keinen Sinn. Warum soll er jetzt dann zwei Karten basteln? Was ich persönlich natürlich absolut nachvollziehen kann, ja. Wenn ihr natürlich die Karte im Multiplayer spielen wollt, dann müsst ihr euch das runterladen, selbstverständlich. Es sind auch nicht viele Dateien vonnöten aktuell. Die Performance ist sehr gut. Eins, wo ihr darauf achten müsst, ist, dass der Multiplayer ganz klein in Klammern im Titel drin steht, ja, also im Name. Ja, da müsst ihr darauf achten, dass da im Abschluss dann zum Beispiel in Klammern MP steht. Dann wisst ihr, dass es die Multiplayer-Karte ist und dann könnt ihr das Ganze gemeinsam natürlich mit euren Freunden zocken. Ja, und sonst ist mir jetzt hier erstmal nichts Grobes aufgefallen, was ich jetzt so, ja, irgendwie wie schwebende Objekte oder sowas. Also da ist jetzt nichts Dramatisches. Also könnt ihr ja von daher gerne mal in die Kommentare posten, ob das eine Karte für euch vielleicht wäre, ob ihr da mehr sehen würdet wollen, ob der Willi da weiter hart dran arbeiten soll. Oder wie sieht zum Beispiel ihr das? Würdet ihr an zwei Karten arbeiten oder würdet ihr auch eher das eine Projekt dann abstoßen? Schreibt es, wie gesagt, unten in die Kommentare. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Part Lotus hier auf diesem Kanal wieder, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge. Damit verabschiede ich mich hier. Sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.